Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amiibo Festival. Es hat sich nichts geändert. Außer alles? Außer alles. Wir mussten leider über eine Stunde die Wii U verlassen und sie hat sich abgeschaltet. Und jetzt haben wir den Monat schon wieder bis zum 27. durchgespielt, damit wir jetzt ab da, sage ich mal, weitermachen können. So, deshalb sind Aber unsere Spielstände halt irgendwie es ist anders. nicht mehr so wie vorher, dass Sarah die Glückspunkte hat und ich das Geld, sondern ich habe einfach beides jetzt. Aber egal, zum Monatsende müssen wir nämlich noch einmal richtig Gas geben. Viel Spaß. Jetzt Rüben kaufen ist schon riskant. Aber ich glaube, ich mach's. Ich mach es. Für dein gesamtes Geld? Ich mach's. Ich mach's. Ich kann es mir ja leisten, es zu riskieren. Oh, sind teuer. Ich mache es. Ich riskiere alles. Alles. Ich riskiere Alter, absolut alles. du kaufst 320 Rüben. Ich kauf 20. Oh. Absolut alles riskieren. Sicher? Ja. Haha, ja, denke ich auch. Melinda ist dran, das bin ich. Eins, toll. Ich habe jetzt drei Stempel, nicht vier. Und Oh, so sweet. Du hast ja. dir auf dem Festplatz die Sorgen eines Einwohners angehört. Er konnte sein Herz ausschütten, du hast gern zugehört. Das passt auch Oh. zu Melinda. Die ist auch die Mutti für alle. Ja. Und der liebe Moritz, der hat schon vier Stempel. Der liebe Moritz ist der Profi hier. Und kriegt schon wieder Geld. Manni, Manni, Du hast Manni. dir Schuhe in der falschen Größe gekauft zum Knetsch. Aber habe ich dir nicht auch Geld ausgegeben? Ja. Vielleicht habe ich ihn betrogen. So, Ich ich hab. würde gerne als Schuhwerk spielen. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Heute ist unser letzter Tag. Ich hoffe, ihr genießt ihn So so sehr sehr wie wie ich. ich. Sweet. Toll, ich hab verkackt. Ich kriege ja mein Geld noch Ja, ein ich krieg bisschen nicht mal zurück. den letzten Stempel vom Gyroid. Ja, dann habe ich ja automatisch gewonnen. Ja. Ja, ich verkaufe. Muss ich ja. Er verkauft, glaube ich, automatisch wieder, oder? Ja. Toll. Voll Verlust gemacht. Voll Verlust gemacht. Wie viel Verlust habt denn ich gemacht? 6 gibt noch ziemlich viel. 6 gibt am meisten Geld noch, ne? Ich hoffe, ich verliere nicht zu viel Sternis auf dem Pechfeld. Ja, verzockt, okay. Ich verstehe es. Ich Bezirkt. verstehe schon. Eine Freundin hat nach einem Bienenstich geweint, also hast du ihr etwas Medizin Komm, gekauft. 500 für das Feld. Ist in Ordnung. Ich habe mehr Geld als du. Oh, das ist voll unfair. Oh, vielen Dank für die schöne Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht. Puff. Und nun zum Endergebnis. Wer von euch ist wohl am glücklichsten? Da fällt mir ein, eure Sternis müssen noch zu den Glückspunkten umgewandelt werden. Und der reichste Für gewinnt. 1000 Sternis gibt es einen Glückspunkt. Ich bin gespannt zu sehen, wer gewonnen hat. Ich kann die Spannung nicht mehr Bist ein aushalten. schlechter Gewinner. Statistik. Füße, Felder, Rüben. Allein deine Ja. Rüben. Wir hatten überhaupt keine Karten diesmal. Das war irgendwie komisch. Ja. Ich hatte richtig viel Spaß dabei, mit euch das Brettspiel zu spielen. Puh, wusstet ihr, dass ihr auf unseren Amiibo-Finger und Glückspunkte speichern könnt? Mit Glückspunkten schaltet ihr neue Outfits und Gesichtsausdrücke frisch. Stattet unser Spielbereich also bald wieder einen Besuch ab, um mehr Glückspunkte zu sammeln. Für 200 bekommst du. Oh. Tschüss.
Die sind voll sweet. Voll sweeties. Du wirst... Feiert Fest und saisonale Events. Ab der nächsten Party könnt ihr den Monat wählen, der gespielt werden soll. Jeden Monat veranstalten die einfach verschiedene Feste. Lasst euch keins entgehen. Aber ich glaube, wenn du jetzt die hier einscannst, kriegst du noch mehr Spiele. Ich glaube, wir müssen das Brettspiel nochmal spielen, damit wir die Spiele kriegen. Das Weil kann es sein. Gibt nur das Brettspiel zum Auswahl. Spielen wir es nochmal. Ich würde sagen, wir spielen das mal. In welchem Monat willst du denn? Muss im Sommer. Da sind so wenig Events. August, guck mal, das ist doch jeden Sonntag. Okay, noch zwei Spieler. Oder können wir einen Computer mitspielen lassen? Probieren wir mal. Computer. Das ist kein Computer jetzt. Oh, ich dachte, man kann mit Computer jetzt spielen. Naja, dann nicht. Dann nicht. Die Reihenfolge wird bestimmt. Yeah, ich darf wieder mal anfangen. Das waren jetzt die Stücke. Ja, ich würde sagen, wir können schon mal so ein kleines... Wie findest du das Brettspiel so? Also ich finde, wenn man es wirklich als Brettspiel sieht und nicht jetzt als Party, so, finde ich es eigentlich ganz süß gemacht. Und ich habe halt, also ich war positiv überrascht von dem Spiel. Ich habe nichts erwartet, weil ja auch viele sagen, sie finden das Spiel schrecklich und langweilig und so. Party. Ich weiß nicht, wie lange man das Spiel wirklich spielt, also durchhält es zu spielen, ne? Aber ich war wirklich, also ich habe überhaupt gar nichts erwartet und bin dann dadurch halt, denke ich, dadurch, dass ich so wenig erwartet habe, irgendwie positiv überrascht gewesen. Barry ist Spielleiter. Oder wollen wir es jetzt auf 30 Minuten mal begrenzen? Ja. Dann kommen wir nämlich auch irgendwann mal zu den anderen Spielen, glaube ich. Ich glaube, die gibt's dann danach. Habt ganz viel Spaß und lasst euch keine Glückspunkte entgehen. Ja, also ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen. Ich finde es halt einfach, es hat halt trotzdem diesen Charme von Animal Crossing. Es ist witzig. Ich denke mal, für jemanden, der sozusagen in der Animal Crossing-Reihe vertieft ist, also integriert ist und das halt die Charaktere kennt, der halt auch für dieses Süße, für dieses, naja, so ein bisschen Zeit Warum ins Land gehen lassen. Dafür, dass ich sie gefunden habe. Ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, finde ich, ist das eigentlich, also für ein Animal Crossing Fan ist das Spiel schon in Ordnung. Ich finde es nicht so schrecklich, wie halt alle sagen. Ich finde es halt, ich soll einfach mal einen alternativen Weg gehen. Ja. Ne? Ich überlege gerade, welcher der, ja, ich versuche es mal so. Sparen lohnt sich, merkt euch das. Tatsächlich. Also ich würde jetzt aber nicht sagen, wenn jetzt Kumpels kommen, dass wir dann Amiibo-Party spielen. Ja. Das ist halt... Also halt doch, so. Vielleicht mit den richtigen Leuten halt, aber mit den richtigen so. Leuten, aber jetzt nicht so, wenn wir uns mit 10 Leuten treffen, komm, lass mal, dann spielen wir lieber Smash als... du schlägst nach einer Mücke auf dem Gesicht einer Freundin, aber triffst ihre Brille. Neben der Brille ist auch die Freundschaft. Die hier. Oh, warum kostet das 240? Du hast die Brille kaputt gemacht. So. Moritz ist drin. Und ich meine, wir haben das Spiel ja relativ günstig bekommen. Ich muss ein bisschen sagen, manchmal muss man Trauer gehen, um... für 25 Euro halt mit den beiden Amiibos.
Und drei Karten. Und den, ja, die drei Karten, weiß ich nicht, ob ich jetzt... Aber die Amiibos an sich sind ja schon teuer und so. Ich finde, dafür ist es super. Mhm. Dafür ist es wirklich super. Aber wir müssen natürlich noch die kleinen Minispiele. Ja, ich bin auch echt gespannt auf die, weil die also sollen ja echt ganz hier, witzig sein. Ich meine, dieses Desert Island Escape, das wird ja schon gelobt, ne? Ja. Das will ich auch sehen, deswegen spielen wir die Party. Aber ich kann mir das vorstellen, dass man so nebenbei mal spielt. Ich finde es eigentlich auch so, also deshalb denke ich, man spielt es vielleicht doch, denn wenn man sich so trifft und eigentlich so eher so ein bisschen reden will, weißt du, und dann das so nebenbei zu spielen, finde ich ganz süß. Man kann ja nicht immer Tabu spielen. Eben. Ja, zum 10. Mal. Wenn man schon alle Begriffe kennt. Tabu von 1980 oder was das war, ey. Wenn du steht der Fingerabdruck und bei uns kommt einfach immer, dass jemand sagt Touch ID. Ja, und so läuft das. Ja, 1980, Touch ID. Oder es war ja auch irgendwie so, du darfst Berlin erklären, aber du sollst Berlin erklären. Und darfst Hauptstadt sagen. Du darfst Hauptstadt sagen, es ist so geil. Eine neue Einwohnerin hat sich verlaufen. Zum Glück hatte ich eine Karte übrig, mit der sie den Weg zurückgefunden hat. Mein Pflaster hat sich schon Ticken gelöst. Tja, das ist wahrscheinlich nicht so ein hartes wie vorher. Also, weißt du? Bestimmt anderes. Bestimmt. Oh, Glückspunkte verlieren. Heute habe ich Ballons an die Besucherhaus. Verdeiht, aber ich hatte zu... Alter, das passt sogar zu ihm, weil er ist ja der Master of Happy Home. Ja. Oh, es regnet. Oh no. Das war bei einem anderen Spielbrett gar nicht, dass es geregnet hat und sowas, ne? Ich gehe nach oben. Du hast einen Brief von deinem Vergangenheits-Ich erhalten. Ein Taschengeld war auch dabei. Danke, Vergangenheits-Ich. Super. Ich könnte mich über sowas nicht freuen, wenn ich mir selber einen Brief geschrieben hätte. Ich weiß. Super, oh, dir ist eine Startstrecke ins Netz gegangen. Oh, so viel Unkraut. Das ganze 600 Sterni wert. Allein, dass sie die alle immer verkaufen, so das ganze 600 Sternis wert. Nee, du hast dich ja letztes Mal auch über die Fische manchmal nur gefreut. Stimmt. Oh, willkommen. Ihr kommt gerade rechtzeitig für Reiners neueste Geschäftsidee. Reiners heutiger selbstloser Dienst an die Menschen sind Karten zum Selbstkostenpreis natürlich. Hat das euer Interesse? Natürlich hat es das. Stellt euch einfach ein, ruf ein grünes eigenes Feld. Ja. Genau, Rainer, das werden wir vielleicht tun. Ja, das werden wir. Aber zunächst hole ich mir den ersten Gyroid-Stempel. Ist das ein neues? Ist das ein Eis da? Ein Eis. Tag, Cousine. Komm, im Reiners Laden, da sind doch eine tolle Angebote für dich. Nützliche Karten zum kleinen Preis, ist das nicht ein griffiger Slogan? Na, Cousine, willst du einen Blick auf meine fabelhaft günstigen Karten riskieren? Ich hab nichts anderes erwartet. Du siehst mich schließlich. Bla 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 bla. Ja, Preisempfehlung. Einkaufen. Rüben? Lasse die Rübenpreise schwanken. Wähle, wie viele Felder du vorrücken möchtest, ohne zu viel. 300 für schwankende Rübenpreise. Das ist schon witzig. Naja, wenn auf einmal ein Verlust. Also für mich wäre es sinnvoll, weil ich gebe ja immer voll in die Rüben rein. Ich gebe hier immer voll in die Rüben rein. Voll in die Rüben. Ja. Aber eine Zahl deiner Wahl ist natürlich auch sehr wertvoll, aber ich habe es ja nie genommen. Nicht übel, Cousine. Mit dieser Karte hat man Schicksal selbst in der Hand. Joa, so ist das. Obwohl, ich würde sagen... Also Vollpreistitel 50 Euro. Würde ich. Obwohl, wir kennen natürlich die Minispiele nicht, ne? Naja, und ich finde das jetzt ja schon eigentlich ziemlich gut. Also ich würde das schon so spielen, also so einfach so nebenbei, weißt du? Ja. Aber ich finde zum Beispiel. Oder
ich sehe das Problem sozusagen. Du hast am Hula-Unterricht am Strand, wenn die Sonne scheint am meisten. Super. Ich finde, das Problem ist halt einfach, die Leute wollen ein Animal Crossing für die Wii U. Ja. Das ist, was die Leute wollen. Und die Leute bekommen es halt nicht. Und umso mehr Zeit verstreicht, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass wir es bekommen. Und das ist schon... Es ist nicht schön. Weil ich würde es mir auch auf die Wii U wünschen. Ich würde mir aber ein bisschen mehr wünschen, dass es mit Animal Crossing auf dem 3DS ein bisschen zusammenwirkt, dass man sozusagen ein bisschen Doppelleben, weil ich finde, Animal Crossing ist schon auf dem Handheld ein bisschen zu Hause. Es ist halt einfach... Ne, du nimmst es halt mit, du spielst es ja eigentlich auch regelmäßig, also fast jeden Tag einfach. Und so ist halt Animal Crossing, dass du im Prinzip jeden Tag immer spielst, ne? Das habe ich zum Beispiel, als ich Let's Go to the City hatte. Ich habe halt einfach, das ging nicht jeden Tag spielen, jeden Tag vom Fernseher setzen mit der Wiimote. Ja. Das war halt nicht es so. Es wirkt halt auch einfach umständlich, ja. Also vielleicht ist es ja durch das Gamepad anders, dass man sich halt mit dem Gamepad hinsetzt. Feuerwerk bei Rainer. Rainer sagt Hallo und Willkommen, endlich ist es soweit, die Sommerfeuerwerkssaison geht los. Und woran denkt ihr, wenn ihr Feuerwerk habt? Richtig, an Rainers ausgefüllte Glückskekse. Mein Laden könnt ihr auch grüne Ereignisfelder besuchen. Schaut doch alle mal bei Rainer vorbei. Ach, das gibt's jetzt jeden Sonntag. Anscheinend. Mit dem Nobst, du Gott. Oh, komm mal, da hinten war ein Herz. Warte mal, jetzt ist Sonntag. Ach doch, wir haben gerade Rüben. Alles in Ordnung. Fühlen wir. Aber ich finde halt, wenn sie ein volles Animal Crossing bringen, müssen sie an der Grafik noch feilen. Ja. Oh. Allein, dass mich das auch Geld kostet. Na, Böller sind nicht günstig. Weiß ich nicht, ich kauf keine. Aber das Spiel hat halt einfach den Charme. Ich denke, also hast du etwas ausgekauft? Oh, echt? Sweet. Aber er steht daneben. Außerdem hast du bei Rainer im Laden gearbeitet? Ja. Nicht, dass er morgen die Polizei vor deinem Tür steht. Ja. Stabil. Jetzt müsste ich alle meine verkaufen und dann die Karte benutzen. Mach doch. Dann schwanken wir auch nach oben. Nach oben? Nach oben. Ich schwanken nur nach oben. Nein. Nur nach oben. Nein. Ja, Sternis. Was das, wo tun die mal Sternis rein? Oh, meine Handschuhe. Oh, mein Notizbuch voller Geld. Ich kapiere das nicht. Was? Die sind mir alle ein bisschen strange. Strange. Du kriegst aber einen guten Rübenpreis. Stimmt aber. Oh. Super. Aber vorher hatte ich doch Spaß. Gib mir Punkte. Regnen. Wie oft regnet es eigentlich? Jeden zweiten Tag. Kacke. Millionaire's Run? Allein, dass da steht, noch 5 Felder, verwirrt mich immer. Oh, ich hab mal wieder Geld ausgegeben. 800. Aber du bist glücklich dabei. Und Nepp oder Schlepp, erst recht. Ja, funkelnde Sternis. Oh, das 50 ist 177. Ja! Sehr schön. So, ich habe die vorher gekauft. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Also, was ich damit sagen soll. Wenn euch jemand das Spiel schenkt, probiert es aus. Es ist trotzdem schön. Ja. Es hat trotzdem diesen Charme. Es hat trotzdem... Naja, wir können aber auch noch kein richtiges Resümee ziehen. Ne? Wir haben noch nicht alle Modi ausprobiert. Ja, aber das Brettspiel an sich, das sagen ja viele, das ist doof. Ich finde, die Minispiele sind nicht da, aber ich finde, es ist halt
Obwohl, es heißt Festival, ne? Mhm. Es heißt, es ist halt ein Brettspiel und kein Dings. Aber ich finde, wenn man mit der... Wir haben es tausendmal gesagt. Ja. Ich wiederhole mich nicht tausendmal. Yeah, klatschen! Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.